Bei Freundinnen auf Entdeckungstour in Hamburg. Wo es lang geht, weiß ihr Handy. Stadtplan überflüssig. Jane und Annika haben Ferien und ein Tag in der Hansestadt gehört einfach dazu. Seit Jane 12 ist, hat sie ihr eigenes Handy. Mit Internet natürlich. Ein Leben ohne, nicht mehr vorstellbar. Die beiden gehören zu einer Generation, die immer online ist. Jeden Schritt teilt. Oh ja, das ist cool. Das Foto laden sie sofort ins Netz. Es ist einfach einfacher, in Kontakt zu bleiben mit den Freunden durchs Internet. Und wenn ich dies nicht hätte, würde ich einiges verpassen, weil es alles übers Netz läuft. Und da lese ich das und es sagt mir nicht jemand richtig. Sie verlangen alle von mir, dass ich das selber da sehe. Das Wichtigste für die beiden Mädchen ist das soziale Netzwerk Facebook. Sie benutzen es als virtuelles Tagebuch. Auch Jane hat hier ihr Profil mit 350 Freunden. Hier tauschen sie sich aus, beinahe stündlich. Wenn man dabei sein möchte, dann hat man Facebook und dann nutzt man das auch. Und man verpasst nichts und so weiter. Also wenn man es nicht hat, dann verpasst man eher was. Man erwischt sich so teilweise selber, dass man so denkt, eigentlich kannst du doch auch mal ohne. Eigentlich muss man doch gar nicht wissen, was jetzt gerade passiert. Aber man guckt es halt trotzdem noch, weil man die Möglichkeit hat. Jeder vierte Deutsche ist drin. Weltweit dominiert das soziale Netzwerk den Alltag von mehr als 900 Millionen Menschen. Dass Facebook dabei fleißig private Daten sammelt, wissen die Jugendlichen und nehmen es in Kauf. Meine persönlichen Daten sind bestimmt teilweise der Preis dafür, dass ich das nutzen kann. Aber in dem Fall ist es mir es wert. Das Smartphone gilt bei vielen mittlerweile als der persönlichste Gegenstand. Fast jeder 12-Jährige hat sein eigenes Handy. Ständig on zu sein, kann süchtig machen. Nach einer Studie der Bundesregierung gelten 1,4 Millionen Jugendliche und junge Erwachsene als gefährdet. Während ihres Ausflugs in Hamburg sind auch die Freunde der beiden Mädchen immer dabei. Einige haben bei Facebook schon auf Gefällt mir geklickt und so gezeigt, dass sie gesehen haben, dass Jane und Annika heute in der Hansestadt sind. Ohne Facebook, was geht denn da noch? Statt anzurufen, senden sie Kurznachrichten über das Internet. Sie besprechen ihre Hausaufgaben in virtuellen Lerngruppen, besuchen kaum eine Bibliothek, dafür aber das Online-Lexikon Wikipedia. Das Internet ist schon richtig wichtig geworden, ich denke mal bei fast jedem wirklich. Und in so vielen Bereichen braucht man das Internet wirklich fast immer dabei zu sein, um was zu suchen, was zu finden. Ich denke, man wird schlauer dadurch. Ob ich das jetzt im Buch nachlese oder im Netz, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Und ich denke nicht, dass ich dadurch jetzt verblöde. Ich denke, dass ich da mich bereichere mit Informationen. Klar, das Internet bereichert, fordert aber auch viel Zeit. Für die beiden gehört es einfach dazu. Ausschalten geht nicht. Herr Spitzer, Sie haben die Argumentation gerade gehört. Wie vermittelt man solchen selbstbewussten jungen Leuten, dass da vielleicht doch ein bisschen was falsch läuft? Naja, ich meine, bei denen, die sind ja auch nicht so ganz jung. Das klingt erstmal alles ganz vernünftig. Ich würde Ihnen entgegenhalten, erstens, wenn man was googelt, bleibt es weniger da oben hängen, als wenn man es in einem Buch liest. Man glaubt das zunächst nicht, aber das ist in einem sehr guten wissenschaftlichen Fachblatt von einem halben Jahr erst publiziert worden. Der Grund ist ganz simpel, das Hirn weiß, ich kann es ja googeln. Und weil es das weiß, macht es sich weniger Mühe mit dem Abspeichern. Deswegen, was Sie gegoogelt haben, ist einfach nicht so gut abgespeichert, wie was Sie irgendwo anders her haben. Das ist tatsächlich nachgewiesen. Ja. Ist das auch bei Büchern und Zeitungen so? Also es gibt ja viele Menschen, die lesen Zeitungen nur noch online oder lesen auch E-Books. Bleibt das auch weniger hängen? Nein, bei E-Books ist es so, solange die nicht, ich sag mal, internetmäßig aufgemotzt sind, also mit Hyperlinks und sonst irgendwas. Wenn Sie einfach nur einen E-Book-Reader haben und lesen da ein Buch, ist das genauso, wie wenn Sie es auf Papier lesen würden. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Da gibt es auch entsprechende Studien, die zeigen, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Es gab ja mal einen, der hat behauptet, es wäre besser im E-Book. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist gerade egal. Ja? Das Problem ist, sobald die Verlage sagen, wir müssen die Bücher jetzt noch besser machen, denn wir motzen die jetzt multimedial auf, dann hört man auf zu lesen und klickt nur noch rum. Und dieses Rumgeklicke, das macht eine Aufmerksamkeitsstörung und sorgt dafür, dass man nicht so genau nachdenkt beim Lesen. Man ist ja schon wieder beim Nächsten, Übernächsten. Und deswegen sind gerade im Lehrbuchbereich die Online-Lehrbücher schlechter, weil die Leute sich nicht so viel merken.
Also normal lesen hat schon wirklich was für sich, weil da muss man hier viel machen und nicht alles immer nur in die Kiste auslagern. Und darauf kommt es eigentlich an. Und was machen wir mit der Facebook-Generation? Also dieses immer online sein müssen und immer sofort alles mitteilen müssen, was man so gerade auf der Pfanne hat? Hängt vom Alter ab. Eine neue amerikanische Studie, die hat gezeigt, dass die 8- bis 12-jährigen Mädchen schon 7 Stunden online sind und noch 2 Stunden miteinander Kontakt haben. Das ist ja enorm viel. Ja, und dann zeigt sich eben Folgendes. Die sind unglücklich mit ihren Facebook-Bekannten und glücklich mit den realen Bekannten. Sie geben an, dass sie viele Facebook-Bekannte haben, von denen ihre Eltern nicht wollten, dass sie sie haben. Auch das geben sie an. Ja. Mhm. Und dann gibt es eben noch Hirnforschung, die zeigt, dass natürlich die realen Kontakte viel eindrücklicher sind und auch viel besser hängen bleiben. Das ist auch schon erforscht. Und wir wissen aus einer Studie an Primaten, je größer der Kreis ist, in dem sie aufwachsen, desto größer ist ihr soziales Gehirn. Wir haben ja nicht nur ein Navi da oben, wir haben auch ein soziales, also Gehirnbereiche für soziales Denken im Kopf. Und wenn die nicht was zu tun kriegen, dann wachsen die nicht gescheit. Ja. Und nun wissen wir sogar bei Menschen schon erst seit ein paar Monaten, dass unser wichtigstes soziales Areal, was hier über den Augen sitzt, das wird größer, je größer unser Bekanntenkreis ist. Mhm. Und da muss man anzweifeln, das betrifft natürlich die realen Bekannten und nicht die Facebook-Bekannten, weil das sind ja gar keine wirklichen Bekannten. Nee. Und mit denen habe ich auch nicht reale Kontakte, die zum Wachstum des Hirns führen. Und genau das ist das Problem. Ganz kurz vielleicht noch, sind eigentlich Mädchen da gefährdeter als Jungs? Bei sozialen Netzwerken sind Mädchen heftiger dabei. Insofern sind die für diese Probleme gefährdeter. Jungs sind halt eher am Ballern und sind für die aggressiven Inhalte der Medien gefährdeter. Zum Thema Aggression kommen wir gleich noch. Es ist jetzt genau 20 Jahre her und trotzdem haben die meisten die beängstigenden Bilder noch vor Augen. Im August 1992 brannte es in Rostock-Lichtenhagen. 3 Tage lang haben damals gewalttätige Randalierer, aber auch ganz normale Bürger eine Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim mit Beschlag belegt und angegriffen. Eine erschreckende Eskalation von Hass und Wut gegen Unschuldige und Wehrlose, mit der sich unsere Geschichte heute beschäftigt. Mehr von Gesa Berg. August 1992. Ein rechtsradikaler Mob wütet vor einer Plattenbausiedlung in Rostock-Lichtenhagen. In diesem Haus gefangen mehr als 100 Menschen. Hier im sogenannten Sonnenblumenhaus ist die Asylauffangstelle für Mecklenburg-Vorpommern untergebracht. Sie ist hoffnungslos überfüllt. Schon seit Monaten kampieren rund 400 Asylbewerber unter menschenunwürdigen Bedingungen auf der Wiese vor dem Haus. Es sind vor allem rumänische Flüchtlinge, ganze Familien mit Kindern, die hier auf Asyl hoffen. Die Bewohner der umliegenden Häuser weisen die Behörden auf die Missstände hin, doch nichts passiert. Sie müssen ja auch irgendwo ihre Notdurft verrichten und alles. Das riecht bis in nach Stockholm. Keiner hilft uns. Wir haben Hausversammlungen gefordert, dass die Vertreter dieser Verantwortung mal herkommen. Kein Mensch hilft uns. Sehen Sie das beim Deutschen? Ne Mark, wir haben Hunger. Sehen Sie das bei uns? Wir sind arbeitslos, wir müssen mit Fahrgeldern auskommen. Aber die Ramschen, die holen sich alles ran. Schon wieder sind neue Busse mit denen da. Ja. Die sollen die raus. Raus mit denen. 19. August. Die Stimmung ist gespannt. Bis sie schließlich eskaliert. Betrunkene Jugendliche sammeln sich vor dem Haus. Es fliegen erste Steine. Nur 150 Beamte kommen gegen 300 aggressive Randalierer nicht an. Einer, der vor 20 Jahren mit dabei war, Wolfgang Richter. Als Ausländerbeauftragter der Stadt Rostock sind Sie natürlich damals an dem Wochenende auch hier rausgefahren nach Lichtenhagen. Was war hier los vor dem Haus? Die Gewalttäter, die hier auf der Wiese standen, fingen an, über die Balkone in die Wohnung einzusteigen und die Fensterscheiben einzuschlagen, im Haus unten Mobiliar zu zerschlagen, Brandsätze zu legen. Und wir sahen dann so erste Flammen, die da kamen. Wir merkten oben ab 6. Etage, wo wir uns aufhielten, dass der Rauch in den Treppenhäusern immer massiver wurde. Die Polizisten sind überfordert und dazu noch schlecht ausgerüstet. Nur wenige von ihnen haben Schutzschilde und Helme. Und auch die helfen ihnen wenig.
Und da habe ich ganz großen Respekt davor, vor den einzelnen Polizeibeamten, die schon auch mit dem Einsatz ihres Lebens versuchten zu verhindern, dass eben schon an diesem ersten Tag die Leute ins Haus eindringen konnten. Und so ein Bild, also sie haben dann so Tränengasgranaten hier in Richtung auf die Wiese geworfen, aber der Wind stand so, dass sie das selber abbekommen haben. Also das war ein zum Teil erbärmliches Bild, was ich da bot. Tag 2 der Ausschreitungen. Bürgerkriegsähnliche Zustände. Inzwischen sind auch Rechtsradikale aus anderen Städten nach Rostock-Lichtenhagen gekommen. Um zu deeskalieren, werden die rumänischen Asylbewerber in Sicherheit gebracht. Doch im Nebenblock bleiben 115 Vietnamesen zurück. Sie wohnen schon seit DDR-Zeiten hier. Es gab nie Probleme. Am Abend ist die Zahl der Randalierer auf 2000 angestiegen. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein, zieht sich gegen 21 Uhr aber plötzlich zurück. Warum, ist bis heute nicht richtig geklärt. Auch Wolfgang Richter ist damals im Haus gefangen. Wenn nicht die Polizei oder die Feuerwehr kommt... Zweite Etage brennt schon, die sind bis zu 6. Etage hoch. Die Polizei in Rostock 110 ist besetzt. Ist besetzt. 20 Mal haben wir es jetzt probiert, besetzt. Das ist ein Skandal. Die Eingeschlossenen suchen verzweifelt einen Fluchtweg aufs Dach. Doch die Türen sind fest verrammelt. Als die Polizei nach 2 langen Stunden schließlich wiederkommt, kann sie nur wenige der Randalierer fassen. Anwohner haben sie in ihren Reihen verschwinden lassen. Also ich kenne das, was so Pogromstimmung ist, aus Büchern, aus Literatur. Hier hatte ich das Gefühl, das zu erleben. Wo Menschen, die im Hintergrund standen, angefeuert haben. Und das für uns das eigentlich noch widerlichere gewesen ist. Also die nicht selber nach vorn gegangen sind, die aber die Stimmung erzeugt haben, andere anzuheizen, Steine zu werfen und Brandsätze zu werfen. Die nüchterne Bilanz von Rostock-Lichtenhagen. 197 Festnahmen, 200 verletzte Polizisten. Wie durch ein Wunder ist niemand ums Leben gekommen. Unsere Geschichte, als Rostock-Lichtenhagen brannte, die ganze Dokumentation von Florian Huber, können Sie heute Abend um 21 Uhr hier im NDR Fernsehen sehen. Ja, Herr Spitzer, wenn man sowas sieht, solche erschreckende Eskalation von Gewalt, das ist ja, vor allen Dingen, weil es 20 Jahre her ist, nicht allein mit Medienbeeinflussung zu erklären, oder? Nein, sicher nicht. Aber also auch hier hat die Hirnforschung Interessantes zutage gefördert. Wir Menschen sind aufgrund unserer evolutionären Geschichte sehr, sehr feinfühlig im Hinblick auf In-Group, Out-Group. Also wir grenzen uns gerne, wir san mir, sagt man im Süden, ja, und dann sind dann auch die anderen. Und es ist ganz unglaublich, wie sich Menschen sehr unterschiedlich verhalten gegenüber ihrer eigenen Gruppe und gegenüber den anderen. Mhm. Und dieser Unterschied, der wird zum Beispiel durch dieses sogenannte Kuschelhormon, Oxytocin, ja, was wir ja alle ausschütten, wird ja verstärkt. Das ist auch eine Erkenntnis, die wir erst seit etwa einem Jahr haben. Ja. Mhm. Oxytocin macht nicht einfach nur mehr Kuscheligkeit und mehr Bindung und so weiter und beim Sex wird es auch ausgeschüttet. Nein, nein. Und macht auch der Verstärkung, wer gehört zu meiner Gruppe dazu und wer sind die anderen. Und wir können die anderen, mit denen können wir Schrecklichkeiten anstellen und mit uns, da gehen wir gut um. Und das ist, gehört leider zu unserem biologischen Erbe als Menschen dazu. Und das macht uns im Zeichen der Globalisierung, da gibt's die anderen nicht, wir sind alle nur wir. Ja? Aber dafür sind wir nicht gemacht von der Evolution. Und das verstehen wir immer besser. Und ich hoffe, wenn wir das irgendwann mal richtig gut verstehen, dann wissen wir auch, wie wir damit besser umgehen können. Denn das hoffe ich, dass man das dadurch lernt. Mhm. Und das Stichwort Gewalt, Sie haben das eben schon gesagt, Jugendliche, also vor allen Dingen männliche Jugendliche heutzutage, ja, werden eben stark beeinflusst durch die Gewalt in Computerspielen. Ja, wie ist denn da der aktuelle Stand? Wie viele Stunden sind das? Naja, also... Das ist unterschiedlich. Es gibt halt Menschen, die sind bis zu 18 Stunden täglich online. Und das sind, die waren ja vorhin im Beitrag angesprochen, da haben wir 1,4 Millionen at risk. Aber wir haben 250.000, also eine Viertelmillion, die sind nicht Risikofälle, die sind Internet- und Computersüchtig. Die sind es jetzt, hier. Ja. Und das ist, denke ich mir, eine Zahl, die muss man sich mal vergegenwärtigen. Das ist eine Viertelmillion Leute, die sind wirklich unglücklich, aber nicht nur das, die kommen mit sich und der Welt nicht klar. Die sind auf Hilfe von außen angewiesen, obwohl es 14- bis 24-jährige junge Menschen eigentlich sind. Ja. Deswegen muss ich auch sagen, die Idee, man müsste jetzt den Kleinen so früh wie möglich beibringen, mit diesen Dingen umzugehen, das ist Unsinn, weil keiner sagt, wir brauchen Alkoholpädagogik im Kindergarten und in der Grundschule. Ja, der macht auch süchtig. Die Medien machen auch süchtig. Computerspiele sind sogar programmiert, dass sie süchtig machen.
Ja, das ist, man weiß das. Ja? Und denn, dann zu sagen, ja, die müssen damit umgehen lernen. Ja, wir müssen doch nicht mit Heroin umgehen lernen. Wir tun das weg. Punkt. Sie haben ja auch ganz interessante, also auch grafisch das aufbereitet. Das gucken wir uns nachher an. Erklären Sie uns doch mal anhand Ihrer Bilder vom Gehirn, wie das nochmal genau mit diesem Suchtverhalten ist. Wie kann man das sehen? Und wo fängt die Sucht an und wo ist es noch ganz normales Nutzerverhalten? Das kann man gar nicht so richtig auseinanderhalten. Also zunächst mal, es gibt ein Bild vom Gehirn, das habe ich mitgebracht, das können Sie mal einblenden. Und da sieht man das Suchtzentrum, also mitten im Gehirn leuchtet es. Und das hat man auch, das ist aus dem Jahr 1997 damals zum ersten Mal gefunden, diese beiden Knubbel mitten im Hirn. Ja. Das ging an bei Kokainsüchtigen, denen man im Scanner Kokain gespritzt hat. Die waren sozusagen schon auf Cold Turkey und dann hat man im Scanner so gemacht und dann hatten die ihren Kokainhöhepunkt gehabt und dann ging das Ding an. Und da hat man gedacht, aha, das muss das Suchtzentrum sein. Ja, mittlerweile ist klar, das ist nicht das Suchtzentrum. Das ist ganz wichtig. Denn das kann es ja nicht sein. Es gibt ja nicht einen Hirnteil, der entstanden ist, damit wir kokainsüchtig werden. Das kann ja nicht sein. Die Frage, die sich also dann gestellt hat, ja, wofür ist denn das Ding gut bei, ich sag mal, Ihnen und mir, wo wir nicht kokainsüchtig sind? Ja? Und die weiteren Forschungen haben eben ergeben, das Ding ist zum Lernen da. Man kann, also wenn das Ding aktiv wird, wird ganz schnell gelernt. Aha. Das ist wirklich der Witz von dem Ding. Denn es wird dann aktiv, wenn was Positives passiert, was wir noch nicht wissen. Und dann lernen wir ganz schnell, was da positiv für uns gut ist. Ja? Mhm. Das ist wirklich, mittlerweile ist das klar. Ja? Lernen, also erst was, das Erste, was interessant ist, Lernen und positive Emotionen, massive Glücksgefühle, die liegen unmittelbar beieinander. Ach so. Zweitens, Neugierde macht das Ding schon mal warm sozusagen. Und wenn man dann was lernt, lernt man es besonders gut. Das ist mittlerweile auch vor 2 Jahren etwa nachgewiesen. Das Ding geht bei Neugierde an. Mhm. Ja? Wenn ich es mit Kokain sozusagen künstlich anschmeiße, dann missbrauche ich es eigentlich, weil dann macht es nichts als angehen, macht mir ein tolles Gefühl und das war's. Ich lerne nichts, es passiert gar nichts, außer ich habe ein tolles Gefühl. Und das ist natürlich ein schrecklicher Missbrauch davon. Es geht nebenbei auch beim Einkaufen an. Ja, macht also Einkaufen glücklich? Die Antwort ist ja, aber man weiß, es geht auch nach 10 Sekunden wieder aus. Es macht also nur für 10 Sekunden glücklich. Ach so, also bei allen Süchten praktisch. Bei allen Süchten genau ist das Ding an. Und was wir seit über 10 Jahren auch wissen, bei Computerspielen geht das Ding auch an. Ja, also Computerspiele sind nicht einfach nur so irgendwie, nein, die machen unser Suchtzentrum an, wie Suchtstoffe auch. Deswegen sind die ja auch so gefährlich und machen die auch süchtig, weil sie auch noch so programmiert sind, dass sie das tun. Und deswegen ist es kein Spiel. Das ist bitterer Ernst, wie 250.000 Kranke heute bezeugen, in Deutschland. Das ist wirklich beängstigend. Ist es. Ihr neues Buch Digitale Demenz, das ist ja ein ganz interessanter Begriff. Digitale Demenz, was genau meinen Sie damit? Mehrere Sachen. Also zunächst mal, der Begriff ist gar nicht von mir, leider. Ja, aber ich habe ihn gelesen bei koreanischen Ärzten, die vor 5 Jahren etwa anfingen, junge Leute so zu bezeichnen, die zu ihnen kamen und sagten, ich kann mir nichts mehr merken, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich bin irgendwie völlig matt und abgeschlafft, mir geht nichts mehr. Und die auch noch gesagt haben, ja, ich bin dauernd im Netz. Und so sind die Ärzte drauf gekommen, das hat was miteinander zu tun und prägten damals den Begriff digitale Demenz. Man muss wissen, in Südkorea, die machen noch mehr mit Medien als wir. Mhm. Die haben auch 12% der jungen Leute als Computersüchtige, wir nur 4%. Also die sind richtig vorn dran. So viel mehr. Ja, so viel mehr. Und mein Punkt ist, Demenz ist geistiger Abstieg. Und bei jedem Abstieg kommt es darauf an, wie hoch Sie anfangen. Wenn Sie vom Mount Everest absteigen, dauert es sehr lang, bis Sie auf Meereshöhe angekommen sind. Wenn Sie von der Sanddüne absteigen, sind Sie gleich unten. Und das ist bei Demenz genauso. Wenn Ihr Hirn kaputt geht durch alle möglichen Krankheiten oder einfach, wenn Sie alt werden, wenn das Ding richtig gut funktioniert und viele Strukturen enthält, dadurch, dass Sie viel gelernt haben, gebildet sind. Da kann man, Bildung ist Hirnbildung, da bilden sich Zusammenhänge, Synapsen und so weiter. Und wenn das dann runtergeht und es ist gut gebildet, dann dauert es sehr lange, bis Sie unten sind. Das ist nachgewiesen mittlerweile. Sie können das Hirn voller Alzheimer haben und können total kerngesund sein und es auch selber nicht merken, weil Ihr Hirn gebildet ist. Ja? Und wenn Sie aber schon unten sind und steigen ab, dann sind Sie gleich da. Und das ist der Punkt, wenn wir in den frühen Jahren uns nicht gut bilden, sondern die Zeit davor verdösen und eben auch vor allem unser Hirn nicht richtig benutzen, dann steigen wir sehr schnell, weil wir von ganz niedriger Höhe absteigen. Und das Zweite kommt dazu, die Medien nehmen uns Kontrolle ab, wir haben mehr Stress. Stress macht Nervenzellen kaputt. Das heißt, wir fangen nicht nur tiefer an abzusteigen, wir steigen auch schneller ab, rasanter ab. Insofern machen uns Computer in mehrfacher Hinsicht früher dement. Mhm.
Das ist wirklich eine keine schöne Zukunftsperspektive. Da sollte man was gegen tun. Professor Spitzer, um der digitalen Demenz entgegenzuwirken, haben Sie ja keinen Fernseher. Sie dosieren Ihr Computerverhalten, Sie backen Brot und backen Kuchen. Was machen Sie sonst noch? Ich mache Musik zum Beispiel. Das ist auch sehr entspannend und vor allem, es schärft auch das Gehirn und Musiker werden uralt. Ja, das, also Brot backen, Kuchen backen und Musik machen. Vielleicht noch kurz mit Ihren eigenen Kindern. Sie haben 5 Kinder, die sind erwachsen aus erster Ehe und noch eine kleine 3-Jährige aus zweiter Ehe. Haben Sie das konsequent durchhalten können, immer fernzuhalten oder jedenfalls relativ fernzuhalten von digitalen Medien? Ja. Als die Kinder, die 5 klein waren, haben sie sich irgendwann nur noch gestritten, wer wann was gucken darf und da war der Fernseher weg. Da gab es einen kleinen Zwergenaufstand und der ist bald abgeebbt. Naja, und dann gehen die zu Nachbars, heißt es immer. Aber dann gehen sie zu Nachbars, müssen sie freundlich klingeln, lernen sie freundlich klingeln und dann kommen Nachbars auch zu uns. Das heißt, wir reduzieren sogar den Medienkonsum in der Nachbarschaft. Ja. Und jetzt ist wieder so, die Kleine wir haben keinen Fernseher, nach wie vor nicht und gibt's kein Problem.